Ich sprach mit Marcy Brooks, eine Geschworene, die ihren gesunden Menschenverstand benutzte und nicht zuließ, dass der Richter die Geschworenen zu einem Schuldspruch nötigte. Es wurde gegen ihn wegen Nichtabgabe der Einkommensteuererklärung in 4 Fällen verhandelt. Unsere Frage lautete, was sollen wir hier entscheiden? Entweder er hat gezahlt oder nicht. Es kam uns nicht in den Sinn, dass er unschuldig sein konnte, obwohl er nicht zahlte. Auf der Ebene der Bundesregierung ist es kein Verbrechen, wenn man die Einkommensteuer nicht zahlt. Letztendlich hieß es, wenn wir den Typen drankriegen wollen, dann müssen wir das auf bundesstaatlicher Ebene tun. Man rief einen Beamten des IRS an. Agent Craner. Craner? Craner? Ja. Yeah. Das ist Ken Doherty, ebenfalls Ermittler des IRS. Bekamen Sie meine Forderung nach einer Kopie der Anordnung der autorisierenden Delegation? Ich sprach mit meinem Boss darüber und er meinte, meine Amtsmarke ist die Autorisierung. Ihre Amtsmarke ist die Autorisierung? Ich dachte, das müsste schriftlich sein. Die letzte Frage des Verteidigers lautete, haben Sie etwas davon niedergeschrieben? Agent Craner sah ihn an und sah uns an und sagte dann, ich habe nie etwas davon niedergeschrieben. Aber wir sahen auf dem Video, wie er Notizen aufschrieb. Ich dachte, der Richter müsste jetzt eigentlich sagen, Mr. Craner, Sie haben klar Meineid begangen. Es wurde nicht einmal bemerkt. Dann kam der Höhepunkt. Mr. Harrell blickte den Ankläger an und sagte, ich sage Ihnen, was ich Regierungsfunktionären wieder und wieder gesagt habe. Sie zeigen mir das Gesetz, laut dem ich eine Einkommensteuererklärung ausfüllen muss, und ich werde sie gerne ausfüllen. Unter welchen Bestimmungen muss ich, wie Sie behaupten, diese Dinge tun? Die Forderung ist in welcher Sektion der Bestimmungen? Meine Frage lautet, über welche Handlungen, zu denen ich laut Ihnen verpflichtet bin, reden wir hier? Ihre Frage war, was genau nochmal? Was ist die Sektion, die, was? Ich glaube, ich verstehe Ihre Frage immer noch nicht, Mr. Arrow. Sie müssten sich auskennen mit Ihren Vollstreckungsbefugnissen, die Sie anwenden. Der Ankläger ignorierte ihn völlig. Und er fing an, über Mr. Harrell herzuziehen und attackierte ihn persönlich. Sie nennen uns Steuerhinterzieher, Sie nennen uns Fanatiker und Spinner. Mir ist es egal, wie Sie mich nennen, aber ich habe eine Frage an Sie. Wo ist das Gesetz? Zeig mir das Gesetz! Sie können keine vernünftige Debatte riskieren, weil Sie die verlieren würden. Sie müssen Leute beleidigen und sagen, es sei unverschämt. Wir fühlten eine generelle Arroganz bei ihnen und wir hatten das Gefühl, sie wollten Mr. Harrell an die Wand klatschen. Und wir sollten ihnen dabei helfen. Richter Kuchen blickte uns an und sagte, ich werde die Jury dem Recht gemäß anweisen. Dann wurden wir zu unserer Entscheidungsfindung aufgefordert. Der Richter versprach uns, das Gesetz zu geben. Wir haben genau nachgesehen und es war nicht zu finden. Wir reichten eine schriftliche Forderung nach dem Gesetz an den Richter ein. 10 Minuten später bekamen wir die schriftliche Antwort. Es hieß, Sie haben alles, was Sie brauchen. Aber da war kein Gesetz, wie er versprochen hatte. An diesem Punkt fühlte ich mich betrogen. Er hatte uns das Gesetz versprochen und darum ging es doch bei der Sache. Das Gesetz. Wir forderten das Gesetz und er weigerte sich trotzdem. Und der Grund dafür war? Es gibt kein Gesetz. Wir reden hier über die Gesetze des Bundesstaates Illinois, welche in Illinois Gültigkeit besitzen. Und es gibt da dieses eine Gesetz. Wir lasen es mehrmals und ich sagte, wartet. Die anderen meinten bereits, das ist doch das gesuchte Gesetz. Doch ich verwies auf den Beginn des Gesetzes, wo es heißt, jeder, der verpflichtet ist, die auf nationaler Ebene gültige Einkommensteuererklärung auszufüllen, ist auch im Bundesstaat Illinois verpflichtet, sie auszufüllen. Wenn es also tatsächlich stimmt, dass er keine nationale Einkommensteuererklärung ausfüllen muss, dann würde dies das Gesetz von Illinois gegenstandslos machen.
Zwei Jurymitglieder warnten: Er wird damit noch davonkommen. Ich meinte, er wird außer mit seinem Recht mit nichts davonkommen. Wenn es kein Gesetz gibt, das er gebrochen hat, dann besteht er nur auf seinem Recht. Werden wir ihm das Recht vorenthalten? An dem Punkt lehnte sich dieses eine Jurymitglied zurück, rollte die Augen und sagte: Du meinst, wir müssen keine Steuern zahlen? Plötzlich begriffen wir, dass es bei diesem Fall um eine viel größere Sache ging und die Folgen enorm sein würden, wenn die Sache tatsächlich herauskommt. Wir fühlten uns, als hätten wir dieses große Geheimnis der Regierung entdeckt. Als wir dann zum Richter zurückkehrten und ihm den Urteilsspruch gaben, war er, glaube ich, fest davon überzeugt, dass wir den Angeklagten schuldig gesprochen hatten. Der Grund für diese Annahme war der Gesichtsausdruck des Richters, als das erste Freispruchurteil verlesen wurde. Sein Gesicht wurde weiß und er war total baff. Beim zweiten verlesenen Freispruch konnte man die Überraschung bei den Zuschauern im Gerichtssaal hören. Was? Das Gesicht des Richters wurde rot und er kochte vor Wut. Der Richter stand auf und verließ den Saal. Ich saß da und dachte, das ist wirklich ein Sieg für das Volk. Ich hatte mich noch nie patriotischer gefühlt. Wir hatten das Richtige getan. Ich blickte zu Mr. Harrell und dachte, das System funktioniert vielleicht nicht immer, aber dieses Mal hat es für diesen Mann funktioniert. Im November 2004 verhaftete die Regierung den ehemaligen IRS-Ermittler Joe Bannister. Sie klagten ihn wegen Betruges an, weil er den amerikanischen Bürgern die Wahrheit über die Einkommensteuergesetze erzählte. Die Jury war auf Joes Seite. Es zeigt, dass Mr. Bannister ehrlich und aufrichtig ist und gesetzestreu. Verlis Krugun, eine Pilotin für Federal Express, sagte, es gibt kein Gesetz, wonach Amerikaner eine Einkommensteuererklärung abgeben müssen. Sie gewann ebenfalls vor Gericht. 24 Leute wurden vom IRS angeklagt, weil sie sagten, es gäbe kein Gesetz für die Einkommensteuer. Weder der Richter, noch der Ankläger oder der IRS konnten die Statuten zeigen, weil diese einfach nicht in den Büchern stehen. Die Jury sprach alle Angeklagten frei. Wenn die Sache auf dem Prüfstand liegt, damit meine ich die Gerichte und die Vollstreckungen, dann haben wir eine hundertprozentige Erfolgsrate beim Abschmettern dieser Argumente. Die Mafia folgt einem Kodex, einem Ehrenkodex. Der IRS hat keinen Ehrenkodex. Dies ist Bundesrichter Dawson, der den Steuerfall Irwin Schiff behandelte. Er verweigerte Irwin, der Jury zu zeigen, dass es kein Gesetz gibt, laut dem man die Einkommensteuer zahlen muss. Er verweigerte Irwin das Recht mit den Worten: Ich werde das Gesetz nicht in meinem Gerichtssaal dulden. Dawson stellte sicher, dass die Regierung das Gesetz nicht zeigen muss, indem er die Jury anwies: Ihr müsst dem Gesetz so folgen, wie ich es euch gebe. Niemand kann wissen, was das Gesetz ist, denn das Gesetz ist das, was die Richter sagen, dass es ist. Die unteren Gerichte erlauben es den Bürgern nicht, ganz besonders in Steuersachen, Entscheidungen des obersten Gerichtshofs als Beweis einzubringen. Hier haben wir einen Bundesrichter, der einen amerikanischen Bürger niedertrampelt und sagt, Entscheidungen des obersten Gerichtshofs wären irrelevant. Und wieder mal taten die Massenmedien nichts.